Vor genau einem Jahr hat uns Conchita Wurst, um Song Contest-Moderator Andy Knoll zu zitieren, den Schaas gewonnen. Gleich ist sie hier bei mir im Studio nach den Meldungen des Tages. Im Marmorsaal des Oberen Belvedere in Wien ist mit einem Festakt die Unterzeichnung des Staatsvertrags vor 60 Jahren gefeiert worden. Mit den Unterschriften der Vertreter der vier alliierten Mächte und von Außenminister Figl erlangte Österreich 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder seine volle Souveränität. Österreich ist frei! Unbekannte haben das interne Datennetz des Deutschen Bundestags angegriffen. Ob auch hochsensible Informationen betroffen sind, ist unklar. Nach Informationen des Magazins Der Spiegel waren Spezialisten des Bundestags schon vor Tagen Angriffsversuche aufgefallen. B.B. King ist tot. Der Blues-Gitarrist und Sänger ist nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Las Vegas gestorben. Seit Beginn seiner Karriere in den 1940er Jahren hat B.B. King den modernen Blues entscheidend mitgeprägt und Generationen von Musikern beeinflusst. Luxemburgs Premier Xavier Bettel hat als erster Regierungschef in der EU eine gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen. Nach der standesamtlichen Trauung folgte eine Feier im privaten Kreis. Seit Anfang des Jahres können gleichgeschlechtliche Paare im Großherzogtum heiraten.